Hans T. Und wir werden heute den Radaré demystifiziert Talk für euch übersetzen. This is a reversing framework that has been gaining an immense amount of traction over the past few years. Und der Harold sagt gerade nochmal an, Radaré ist ein Reverse Engineering Framework, das viel an Popularität gewonnen hat die letzte Zeit. Man sagt aber, dass es recht schwierig und zu benutzen ist, und ich denke, dass es, also ich persönlich denke, dass es nicht gerechtfertigt, um diese ganzen Mythen zu widerlegen, ist hier der Autor selbst, Pancake, und er wird uns alles das erzählen. Bitte begrüßt ihn recht herzlich. Hello. Ja, hallo. Also bei meinem Talk geht es darum, die Mythen um Radar zu aufzuklären, und worum geht es bei diesem Titel? Also, ich bin Sergey Alvarez, die Leute im Internet kennen mich als Pancake. Ich arbeite bei NowSecure und ich forsche an mobiler Sicherheit. Und ich habe Radar und Radar 2 geschrieben, habe auch andere Tools wie Wallabind und das geschrieben, und die sind alle Open Source. Ich habe auch an vielen anderen Dingen gearbeitet. Ich habe Bluetooth gearbeitet. Ich habe Videocodec-Optimierungen gemacht. Ich habe auch bei CTF an der DEFCON teilgenommen. Und ich habe auch Forensik gemacht, arbeite als Systemadministrator. Ich mache hauptsächlich Low-Level-C-Dinge, aber ich arbeite auch an Webseiten. Also was ist Radar? Es ist ein Open-Source-Reverse-Engineering-Framework, also es geht darum, Binärdateien zu analysieren. Es soll portabel, erweiterbar und einfach ausdrückbar sein. Es hat 2006 als Hobbyprojekt angefangen, weil ich ein paar Dinge selber gebraucht habe, und wir haben es 2009 komplett neu geschrieben, und ich habe damals als Software-Analytiker gearbeitet und habe nach Mustern gesucht und die Ergebnisse rausgesucht, und ich habe damals hauptsächlich mit einem Assembler gearbeitet und Debugger und so weiter. Und ich brauchte ein Tool und habe 3 Jahre später es dann komplett neu geschrieben, weil es ein großes weil verschiedene Sprachen unterstützt werden mussten, und musste der Interpreter aus dem Projekt herausgelöst werden und unterschiedliche APIs ausgeführt werden. Da waren sehr wenige Leute, die mitgearbeitet haben, bis vor ein paar Jahren. Und es hat sich viele Benutzer und Mitarbeiter haben 3 oder 4. Vielleicht sind da 500 Telegram-User in IRC oder Telegram und auch ein paar auf Twitter, und in diesem Jahr habe ich die ersten Konferenz darüber organisiert, über dieses Werkzeug in Barcelona, und es ist das dritte Jahr, wo wir den Summer of Code Wettbewerb analysiert haben. Und da sind viele Leute, die da mitarbeiten. Wofür steht der Name? Zeilendaten wieder. Ich habe das Ganze für ein forensisches Projekt begonnen und nicht etwas, um statische Analyse zu machen. Das ist die grundlegende Funktionalität und unterstützt auch das Assembling und Disassembling. Man kann jede dieser Funktionalität neue Plugins erstellen, und es gibt viele verschiedene Dateiformate, die unterstützt werden. Auch wenn sie kaputt sind, wird es immer noch unterstützt. Wir versuchen, jedes mögliche File-Format zu benutzen, um Fehler zu finden. Und es hat hauptsächlich statische Analyse wird unterstützt, aber einige auch andere Methoden werden unterstützt. Es können Entropieberechnungen machen und den Unterschied in unterschiedlichen Dateien finden. Man kann damit debuggen, und es kommt sogar mit einem Emulator. Das sind APIs, um Plugins zu schreiben, die Emulator einbinden zu können, wie zum Beispiel Unicorn. Es kommt auch mit Exploiting-Funktionalitäten, die einen Payload erstellen,
Und es hat auch viele Scripting-Sprachen, die verwendet werden. Und es gibt so viele Plugins, dass ein Plugin-Manager benötigt wird. Viele Leute benutzen unterschiedliche und ich möchte die nicht alle zusammenfügen. Also es ist einfacher, eine sehr einfache Methode zu erstellen, dass andere Leute diese Plugins selber installieren können. So, was können wir uns anschauen? Das sind einige der Beispiele über Sachen, die Leute gerade mit Radar anschauen. Hier ist Pokémon, ROMs für Game Boy, Street Fighter, das ist ein Spiel, und Apollo 11, CPU kann damit untersucht werden und so weiter. Aber nicht aufhören, lass uns das hier mal genauer anschauen. Wir sollten uns die Mythen genauer anschauen. Und wir sollten uns die Mythen, die Leute über das Projekt glauben, näher anschauen. Die meisten vermuten, dass RAR nicht stabil ist. Andere vermuten, dass es komplex ist. Es gibt viele Befehle. Es ist schwer, sie zu erinnern. Andere Leute denken, dass es Fehler hat, dass es nicht dekompilieren kann, dass der Debugger kaputt ist. Also es sind viele Beschwerden wie diese. Aber zuallererst mal eine kurze Umfrage. Wer kennt dieses Werkzeug? Okay. Das ist anscheinend fast alle haben auf die Webseite geschaut. Und wie viele benutzen dieses Werkzeug wirklich? Okay, ungefähr die Hälfte. Die Hälfte der Anwesenden. Das ist ziemlich gut. So, zuallererst die erste Mythe, dass es kompliziert ist, dass es schwierig ist. Das ist ein Graph über die Learning-Kurve. Wenn man unten anfängt mit dem Ort, wo man irgendwas Sinnvolles macht, und in diesem Fall ist es relativ schwer, dieses Werkzeug zu benutzen, aber das ist ungefähr genauso schwer wie andere Kurven, wie zum Beispiel bei Git oder Vim. Der Grund dafür ist, dass sehr viele Befehle sind, aber es ist eine Logik hinter denen. Und wenn man die Logik versteht, dann kann man relativ einfach anfangen zu lernen und eigene und anzuwenden. Also wenn Sie jetzt die Logik zwischen den Befehlen verstehen, dann können Sie sehr spezifische Befehle erstellen und unterschiedliche Befehle miteinander mischen und neue Funktionalität erstellen. Sie können den Code sehr einfach anschauen und Sie können den Punkt, wo Sie was verändern wollen, relativ einfach finden. Sie können Plugins erschreiben in fast allen Skriptsprachen, um die Funktionalität zu erweitern und oder eine spezielle Analyse für ein spezielles Ziel zu erstellen. Und es können auch andere Werkzeuge hinzugefügt werden. Aber jetzt ein paar der komplexen Methoden, Befehle. Befehle sind Mnemonics, das heißt, sind mehrere Buchstaben. Jeder Buchstabe bedeutet für etwas. Der erste Buchstabe bedeutet, was der Grund für den Befehl ist. Das ist zum Beispiel P, ist, dass es irgendwas ausgibt. Der zweite Buchstabe ist, was möchte man ausgeben? Möchte man Hexter bei Disassembly ausdrücken oder in Oktal oder was auch immer. Es gibt sehr viele Unix-ähnliche Konzepte hinter dieser Shell. Also man kann Pipes benutzen, man kann Umleitungen benutzen, man kann Grep, also reguläre Ausdrücke benutzen, es gibt JSON, man lässt benutzen. Und das ist alles Teile, die im Werkzeug zur Verfügung gestellt werden. Aber der Grund dafür ist, dass man die Binary in irgendeinem Zielgerät installieren kann und man hat mehr oder weniger eine ganz vollständige Unix-Shell. Wenn man etwas Seltenes hat, dann muss man seine eigenen Werkzeuge mitliefern, zum Beispiel JSONPP. Es versucht, orthogonal zu sein. Also man kann unterschiedliche Befehle miteinander mischen und neue Funktionalität daraus bekommen. Okay, jetzt ein kurzes Beispiel. Welches sind die fünf grundlegenden Befehle? Wir brauchen eigentlich nur fünf Befehle. Der Rest ist Modifizierer, die sehr hilfreich sind, aber die fünf grundlegenden Befehle sind diese. Wir können eine Datei öffnen. Wir können seek, also wir können lesen. Und auch die Anzeige können größer gemacht werden. Also wir können zum Beispiel irgendwo hinspringen. An diese Adresse hier können wir hinspringen und dann geben wir die disassemblierte Code von dieser Adresse aus und dann springen wir wieder zurück. Und wie ihr sehen könnt,
kann man auch die Helfer ausgeben, indem man einfach ein Fragezeichen am Ende von dem Command eintippt und dann kriegt man die Hilfe dazu. Man kann auch relative Sprünge benutzen. Und das andere Kommando, was wir uns angucken wollten, war P, mit dem man Dinge ausgeben kann. Und da kann man sich auch hier die, man kann also hier disassemblen oder die Instruktionen ausgeben. Und dann der letzte, das letzte Kommando ist W, womit man schreiben kann. Ich setze gerade mal noch den Cache auf, damit ich die Datei nicht zum Schreiben öffnen muss. Und jetzt gucken wir uns den Disassembly an. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier die erste Instruktion patchen und wir sehen, dass die Knob-Instruktion da mit auftaucht. Also man kann eine ganze Menge Sachen schreiben, also man kann Assembly schreiben, man kann Hex-Werte schreiben, man kann Inhalte von Dateien an die aktuelle Position schreiben und so weiter. Und der letzte Kommando ist Q, mit dem man dann wieder rauskommt. Und man sieht, es gibt eine ganze Menge Modifikatoren. Also wenn wir zum Beispiel hier so das Disassembly angucken, dann können wir auch grep, also nach Strings suchen. Also können zum Beispiel nach Calls suchen. Und wir können auch die Anzahl der Calls zählen. Und wenn es eine ganz lange Liste gibt, dann fragt er zuerst, ob man das tatsächlich ausgeben will. Aber man kann auch tilde Punkt Punkt benutzen und das ist dann so ein interner Pager. Da kann man dann hin und her scrollen. Und das sind mehr oder weniger die Logik hinter diesen Kommandos. Und wir werden uns das nachher auch noch genauer anschauen. Und die Struktur ist in verschiedenen Modulen. Also es gibt ein libr-Verzeichnis, da sind die ganzen Module mit drin, also die Bibliotheken und so weiter. Die sehen wir hier. Und es gibt R-Core, das verbindet alle Bibliotheken miteinander. Und R-Util ist die Bibliothek, die direkt libc, über die man direkt libc benutzen kann. Und da sind die zentralen Debugging-Funktionalitäten drin, aber man kann das auch ohne Debugging kompilieren und das ist also leicht zu portieren. Und hier ist die Struktur für die Bibliotheken und diese ganzen Bibliotheken erlauben euch Plugins zu erstellen und die sind dann in dem Verzeichnis P und es gibt auch ein binr-Verzeichnis, da sind die ganzen Binärdateien drin, das kann man sich auch mal angucken. Und hier können wir uns auch mal libr anschauen. Also das sind die verschiedenen Module. Und dann gibt es noch einen Mythos, dass es für Forensik nicht hilfreich ist. Und das war aber eigentlich das ursprüngliche Ziel des Projekts. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Funktionalität und auch Stärken, von dem Tool damit Forensik zu machen. Aber natürlich nur für Open-Source-Forensik. Aber man kann eine ganze Menge Sachen damit machen. Also man kann zum Beispiel Festplatten öffnen, zum Beispiel eine Windows oder auch das RAM kann man öffnen, wenn das dein Computer unterstützt. Und man kann auch also den tatsächlichen Kernel-Speicher kann man auch lesen und schreiben. Da gibt es das R2PM-Modul. Man kann Dinge suchen und ersetzen. Und es gibt auch Möglichkeit, Dateisysteme zu mounten. Das haben wir aus Grub geklaut und leicht verändert. Und man kann Dateien einbinden. Und also die Inhalte von einem bestimmten Speicherabbild kann man sich ausgeben lassen. Und man kann auch Checksummen, auch inkrementelle Checksummen erstellen lassen. Das ist ganz praktisch, wenn man Checksummen wie MD5 über einen Megabyte oder Gigabyte große Datei ausrechnen will, dann kann man einfach sagen, welche Teile der Datei sich geändert haben und dann schnell die neue Checksumme ausrechnen. Und man kann eben auch IO-Plugins bauen, also für kann alles mögliche Plugins bauen. Es gibt zum Beispiel Plugins,
für GZIP mit, oder EWF für Bilder. Und man kann sich die ganzen Plugins mal anzeigen lassen mit minus groß L. Und das ist die Liste der Plugins, die jetzt hier benutzt werden kann, um lokale oder entfernte Ziele zu öffnen. Und man kann das auch mit RASM 2 benutzen. Da sieht man dann die Assembler-Plugins. Und dasselbe gilt auch für Rabin 2. Da kriegt man dann die Liste der Plugins, um Binärdateien zu öffnen, okay, die in dem Projekt unterstützt werden. Also schauen wir uns noch mal die erste, also schauen wir uns mal die erste Demo an. Also wir haben jetzt hier eine Datei. Das sieht aus wie, es sieht aus, als wäre es nur Müll. Also wir sehen nichts Interessantes. Und es ist eine ziemlich große Datei. Es gibt eine ganze Menge Nullen, aber die Entropie ist relativ hoch. Und wonach wir jetzt suchen, ist eine bekannte Dateiformat, und dafür benutzen wir /m, das sucht nach den Magic Header. Und das sieht so aus, als hätte es was gefunden. Bei dieser Stelle hier, also springen wir dahin. Wir also schreiben das jetzt in eine Datei mit dem WTF-Kommando. Und das hat eine neue Datei erstellt. Und die beginnen eben bei diesem aktuellen Offset. Und wir sehen, das ist eine GZIP-Datei, also müssen wir es mit GZIP öffnen. Und jetzt sehen wir hier was da drin. Und wir können einfach nochmal PM machen und jetzt sehen wir, das ist ein FAT-Dateiformat. Also benutzen wir das M-Kommando, um dieses Ding zu mounten. Und wir wollen das in einem Root mounten mit dem FAT-Dateisystem, ohne da ein Offset zu benutzen. Und jetzt können wir ms benutzen, das Kommando ms, um eine Shell zu starten in diesem Root. Und jetzt sehen wir den Inhalt von dieser Datei. Also wir können einzelne Dateien anzeigen, wir können anschauen, welche Dateien da sind. Und wir können eine einzelne Datei rausziehen und die können wir jetzt hier einfach öffnen. Und jetzt sehen wir, das ist ein Linux 11, also ein ganz übliches LS-Programm. Also, es gibt eine ganze Menge Funktionalitäten, die praktisch sein können für Forensik. Und eine andere Beschwerde ist, dass die Analyse langsam ist mit diesem Tool. Und das ist wahr, dass Analyse tatsächlich relativ langsam ist, weil es auch blockierend ist. Und es braucht eine ganze Weile, um die Informationen zusammenzusammeln, bevor man irgendwas Sinnvolles machen kann. Und das heißt, wir mussten eine ganze Menge Mutexes benutzen. Und es funktioniert für sehr große Binärdateien nicht so wirklich gut, weil es braucht auch viel Arbeitsspeicher und CPU-Zeit. Und manchmal findet es nicht alle Funktionen. Und es gibt so eine, es gibt eine Regel, also wenn man kann mehr A's am Ende von A einhängen, also wenn man hier zum Beispiel AA tippt, dann werden alle Symbole analysiert. Wenn man das dreimal macht, dann also werden immer mehr Sachen gefunden. Und die Leute machen dann einfach mehr A's, hängen immer mehr A's hinten dran. Und das ist wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit, wie man das machen kann. Und es gibt so viele Kommandos und Konfigurationsoptionen, um das richtig einzustellen. Und ich werde nur ein paar Mal hier erklären. Aber wenn euch das interessiert, dann müsst ihr das nachlesen. Aber die Idee da hinten ist nicht, wir warten ganz lang, bis die Analyse zu Ende ist, bevor wir überhaupt anfangen können, irgendwas zu machen. Denn es ist eine sehr langsame Operation. Das heißt, wir müssen lang warten, bevor das Problem gelöst ist. Und was wir machen ist, 90% der Probleme brauchen überhaupt keine komplette Analyse von täglichen Problemen. Ich kann einfach nur 10% analysieren oder einen Teil des Programms und dann kriege ich schon die Informationen, die ich wirklich brauche, statt
das gesamte binär, die gesamte Binärdatei zu analysieren. Ich suche normalerweise nur nach einem String, nach Referenzen auf diesen String, Funktionsaufrufe, die diesen String benutzen, die diese Referenzen benutzen, und dann analysiere ich am Ende nur 5 oder 10 Funktionen und dann habe ich tatsächlich sehr viel mehr Informationen schon. Und man kann dann einfach die Kommandos benutzen, so ein einzelnes Ding zu analysieren. Und das geht viel schneller, denn es ist dann auch nur sehr viel weniger Inhalt. Ne? Und wir verbessern uns mit jedem Release. Also wenn ihr häufig euch eine neue Version besorgt, dann bekommt ihr da Fixes und es wird dann auch schneller gehen zu analysieren. Und ihr müsst verstehen, die Logik hinter diesen ganzen Kommandos und den Optionen, und wir werden uns in dem Talk hier noch ein paar angucken. Also das ist jetzt die erste Demo. Ich mache ein Hello World Programm in Go aus und analysiere jetzt alle Symbole. Also das Go-Binärdateien sind relativ groß, denn sie linken alle Bibliotheken und Symbole statisch mit rein. Also ich kann das jetzt mal hier mit diesem T-Präfix machen, da wird die Zeit gemessen. Also es hat jetzt ungefähr 8 Sekunden gedauert. Und danach können wir also nach diesem String hier suchen und da hinspringen. Also wir sehen, hier ist das Hello World und wir sehen jetzt diese Referenz und da können wir jetzt auch hinspringen. Also wir springen zu der Referenz. Der Hello World String wird hier quasi bei dieser Instruktion hier benutzt. Aber es hat eine ganze Weile Zeit gedauert. Also es war jetzt 8 Sekunden, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man das jetzt mit einem größeren Binärdatei macht, dann braucht das mehr Zeit. Also machen wir mal dasselbe mit diesem Skript. Dieses Skript macht im Prinzip, sucht nach dem Hello String, springt an die Stelle von der Adresse und dann benennt es diese Flag um, definiert, dass das ein String ist, setzt die Blocksuche, die Blockgröße und sucht dann nach Referenzen davon. Also ich führe das jetzt mal als Skript aus. Und das hat jetzt nur 2 Sekunden, naja, fast 3 Sekunden gedauert. Und es hat dieselbe Stelle im Programm identifiziert und die Printf-Instruktion gefunden. Also man kann viele Sachen, die Analyse sind, auch beschleunigen. Das ist ein einfaches Beispiel. Es gibt, wenn man das bei einer großen Binärdatei macht, dann ist der Unterschied sehr viel größer. Und manchmal sind die Referenzen nicht ganz so eindeutig. Also das ist jetzt ein iOS Hello World und wir springen zu dem Hello World String und wir sehen, es gibt keine Referenz, denn wir haben es ja noch nicht analysiert. Also machen wir jetzt eine sehr intensive Analyse. Und wir sehen, es gibt jetzt hier eine Datenreferenz. Und wenn wir das jetzt ganz einfach analysieren, dann sehen wir, es gibt gar keine Referenz. Und es gibt einen Grund, denn in dieser Architektur und in anderen auch sind die Referenzen dynamisch in den Instruktionen erzeugt. Das heißt, man muss die Referenzen, also man muss diese dynamischen Instruktionen übersetzen, um die Referenzen zu finden. Also gehen wir jetzt zu dem Namen. Und wir sehen, dass printf sich die Adresse von dem Symbol hierher holt. Also es holt sich die Basisadresse und benutzt dann einen Offset. Und wir können jetzt den Emulator mit anschalten. Und mit diesem Emulator sehen wir jetzt, diese Instruktionen werden emuliert und dann kriegen wir die Werte von den Instruktionen und wir sehen jetzt hier, es erzeugt die Referenz auf die String-Section, also den Abschnitt mit den Strings, und dann benutzt er den Offset, um zu dem Hello World String zu springen.
Also es gibt ein Kommando, das heißt AAE, das analysiert mit dem Emulator. Es gibt auch AAV, der sucht dann weiter nach Zeigern in demselben Adressraum. Und es gibt so viele Kommandos, also für A und AA. Und dann eine andere Beschwerde ist, dass Radar nicht dokumentiert ist. Und das ist nicht wahr. Es ist dokumentiert in C. Es gibt Hilfe für jedes Kommando. Und ihr könnt diese Inline-Hilfe aufrufen, ohne einen Browser aufzumachen oder ein Buch oder sowas. Und es gibt auch ein Buch, das habe ich für Radar geschrieben. Und das ist auch geupdatet worden für Radar 2 von Meijin. Und es gibt eine ganze Menge Folien und YouTube-Videos und Blogposts. Also es ist nicht wirklich so, dass das nicht dokumentiert ist. Es ist komplex und es ist manchmal schwierig, Hilfe zu finden. Aber es gibt auch den IRC-Channel und da könnt ihr fragen und dann kriegt ihr auch relativ schnell Hilfe. Jetzt ein bisschen über die Kompilation zu machen. Es macht Sachen, die ähnlich zu dekompilieren sind, aber das ist nicht wirklich die Stärke von diesem Werkzeug, weil es ist schwer. Dekompilierung ist nicht einfach. Und es versucht, das zu anderen Werkzeugen auszulagern. Und Niederman hat ein Plugin für RedTech benutzt, das ist ein Online-Service für die Kompilation, das ist ein Plugin, das ist ein Modul, das lädt die Binary hoch und zu den Server und man kriegt eine API, um die Kompilation der unterschiedlichen Funktionen, die man analysiert, zurück. Man kriegt ein paar Kommentare und C-ähnlichen Quellcode in der Radar-Shell. Da gibt es auch dieses Projekt Radeco. Das ist auch ein Decompiler, der ist akademisch und das ist noch nicht Arbeit, die da wird immer noch dran gearbeitet, aber es löst noch keine wirklichen Probleme. Ich hoffe, dass es in einem Jahr wirklich benutzbar ist. Da gibt es auch Boomerang, der von Radar 1 unterstützt wurde. Boomerang ist im Moment nicht wirklich wird aktuell nicht benutzt, aber es kann es immer noch benutzen. Und im letzten Woche habe ich den Snowman-Decompiler übertragen und kann unterschiedliche Formate, also für unterschiedliche Architekturen dekompilieren. Wir können jetzt auch wieder ein kleines Beispiel dafür durchführen. Ups. Ja. Wir werden da später wieder nochmal zurückkommen, wenn es fertig ist mit dem ganzen Kompilieren. Dekompilieren. Disassembly ist einer der guten der Vorteile von Radar, weil es sehr viele Ideen gibt. Man kann die Farben, man kann die Befehle einfarben, weil es sehr deutlich ist zu lesen, wenn sie die ganzen mathematischen Operatoren, die ganzen Befehle der Kryptographie macht oder die Syscalls durchführen. Da gibt es auch die Möglichkeit, Variablen und Argumente zu analysieren. Das heißt, man kann sich anschauen, wo die Variablen aufgerufen werden im Disassembly. Es gibt unterschiedliche Pseudo-Disassemblies, die etwas sichtbarer machen. Was getan wird, also, ja. Und das ist sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel C-ähnlicheren Code haben möchte, aber es ist kein wirklicher Compiler. So, wir sind jetzt damit fertig. Wir haben jetzt reinkompiliert. Und, okay, tatsächlich. Also, weiter über den Disassembly reden. Das hat gestern funktioniert, aber nee. So, wie ihr sehen könnt, hier ist die disassembliert und wir haben unterschiedliche Befehle in unterschiedlichen Farben. Man kann die Farbpalette wechseln. Man kann auch
die Pseudocode einstellen. Nee. Große Einschreibung. So got things like this. Wir können unterschiedliche Darstellungen benutzen. The thing is that there is, und PDS, es gibt PDS, das eine Zusammenfassung der Befehle, also der Methoden hat. Man kann jetzt in Funktionen, man kann die ganzen Referenzen zu Strings sich anzeigen lassen, Systemfunktionen. Man kann eine Zusammenfassung über die einzelnen Funktionen haben. Man kann auch BDC benutzen. Das ist eine Pseudo-Dekompilation, die ASAM benutzt und ein bisschen Logik darüber laufen lässt, um unterschiedliche Blöcke, um herauszufinden, wie die unterschiedlichen Blöcke zusammenhängen. Und diese Sachen sind interaktiv in visuellem Modus. Also wenn man großes V drückt, dann kommt man hier rein und kann rumscrollen und schaut, wo der Sprung hingeht und so weiter. Und zu guter Letzt ist ein Graph von den ganzen Funktionen, der erstellt werden kann. Das heißt, man kann analysieren, welche Funktionen es gibt. Und wenn man jetzt in einer Funktion ist und man möchte es einklappen, dann kann man das auch machen. Man kann auch in die Assembly springen, zu demselben Ort, wo man in einem Graphen gerade ist. Und da gibt es kein GUI, aber die Kommandozeile ist sehr gut. Und weitere Zusammenhänge mit Stabilität. Leute sagen, dass Radar 2 nicht stabil ist. Und der Hauptgrund ist, dass eine alte Version benutzen. Weil sie nicht die Git-Version oder die neueste Version benutzen. Und wir können über die Stabilität ein bisschen drüber reden, darüber, wie viele Crashes es gibt und die Menge von Änderungen in Kommentaren oder APIs. Wir sind aktuell in 1.0. Die Befehle sind sehr stabil und manche werden seit Jahren benutzt und daran werden wir nichts ändern. Die API ist auch sehr relativ stabil. Wir versuchen, die ganze Zeit umzuwandeln. Und ich bin nicht sonderlich wichtig, dass irgendwas, was vielleicht in der Vergangenheit mal funktioniert hat, aber ich möchte, dass die Funktionalität für Jahre funktioniert. Nicht, dass eine Funktionalität seit Jahren falsch war, weiterhin funktioniert. Und man kann im Befehl noch was dranhängen, dann kriegt man einen JSON-Output. Wenn man I drückt, dann kriegt man die Informationen über die Header. Und wenn man ES benutzt, eine Sektion, man kriegt auch die Sektion dieser Darstellung bekommen. Und wenn man ein J da hinten anschließt, dann kriegt man diese JSON. Und die kann auch schöner gemacht werden. Man kriegt die eine besser lesbare Version davon. Und alle modernen Programmiersprachen haben Bibliotheken, um JSON zu parsen, zu analysieren. Und ist sehr hilfreich, um damit Skripte zu schreiben. Das ist deutlich faster als andere Methoden zu benutzen, die ganzen Binaries zu deserialisieren in Python. Wenn es wieder Objekte erstellt, die nicht ordentlich benutzt werden, weil JSON-Parser in der Regel deutlich schneller sind. So, Bemerkung, dass ein spezielles Feature kaputt ist. Die meisten Probleme, die ich im IRC finde, sind in Git schon repariert. Also einfach die Git-Version benutzen. Die meisten Sicherheitsbugs werden in weniger als 24 Stunden gefixt. In der Regel in weniger als 1 oder 2 Stunden. Das ist die Frage, wie weit mein Laptop von mir ist. Ich versuche den Weg. Du siehst es, reparierst zum Folgen. Also, ich versuche euch zu helfen, das zu reparieren, weil die Kommunität, die Gruppe gewachsen ist und ich versuche, den Leuten beizubringen, dass sie selber darauf aufpassen und wie sie
reproduzierbares Fehler zu GitHub hochzuladen, sodass ich zumindest verstehen kann, was das Problem ist. Hauptsächlich solltet ihr auch eine relativ neue Version von Radar verwenden. Ich repariere nur Fehler, die im aktuellen Version von Git sind. Also wir versuchen alle 6 Wochen einen Release zu machen. Das ist etwas, was ich beschlossen habe, als ich gesehen habe, wie Rust funktioniert. Also ich glaube, dass 6 Wochen ausreichend sind. Das kann man hauptsächlich, weil ein Monat sieht sehr gut aus. Also jeden ersten Monat macht man was und man kriegt nicht so genau mit, wann das nächste ist. Weil man nicht jeden Monat ein neues Release hat. Und vor ein paar Jahren habe ich einmal oder zweimal im Jahr etwas veröffentlicht, aber das war nicht gut für das Projekt, weil wenn man da waren 2000 Commits, die man sich erneut anschauen muss, und es musste viel getestet werden, oder wir haben nicht viel getestet, und aktuell ist das gelöst, dadurch, dass wir häufiger neue Versionen veröffentlichen, und wir testen alles in unserer Testsuite und regelmäßig, und darum ist es sehr schwer, einen Git-Klon durchzuführen und eine nicht funktionierende Version zu bekommen. Wir haben auch das Problem mit Debian. Debian ist eine Distribution, die versucht, sehr stabil zu sein. Mit stabil bedeutet, meinen sie, dass sie selten neue Updates einfügen. Naja, das Problem ist, die aktuelle Version von Radar bei Debian ist 5 Jahre alt. Und wenn alle 6 Versionen 500 neue Commits sind, dann merkt man, wie viele Commits in 5 Jahren sind. Also nicht die Pakete von Debian benutzen. Das sind Pakete, ich habe Pakete in meinen eigenen Repositories und sie können auch die Pakete von anderen benutzen, die ein bisschen neuer sind, aber die sind alle alt. Und ich versuche auch, eine Testsuite zu benutzen. Ich benutze einen RDD-Pattern, das ist etwas, was ich gemacht habe. Es war test-driven, derelicting, aber und wenn man etwas definiert, dann schreibt man einen Test und es ist viel zu spät, um test-driven development zu machen. Und das bedeutet, dass man den Test vor dem Code schreibt, und solange der Code schon da ist, muss ich den Test nach der Veröffentlichung machen. Und solange wir alles immer refaktorieren, um alles möglich zu verbessern, dann können manche Fehler wieder auftauchen. Und darum muss alles getestet werden. Aktuell braucht die Test-Suite ungefähr 15 Minuten, um durchzulaufen, und ungefähr eine halbe Stunde auf einem neuen Betriebssystem, und das ist einfach zu langsam. Zum Beispiel die Windows-Test-Suite funktioniert noch nicht. Wir versuchen, Fuzzing in diesem Development-Prozess einzubauen. Also für jede Veröffentlichung versuchen Leute, Fuzzing durchzuführen, dass man unterschiedliche Inputs einfach mal ausprobiert. Wir benutzen unterschiedliche Werkzeuge wie Valgrind oder Zielang-Analyzer, um die fehlerbehafteten Teile anzuschauen und herauszufinden, welche Teile besonders fehlerbehaftet sind. Und es sind sehr viele Mitarbeiten, viele davon sind Leute, die erst anfangen, Software zu schreiben, und wir versuchen, einige Standards zu folgen. Und das muss erstmal erklärt werden. Einige Probleme ist, dass einfach nicht in Python geschrieben ist. Ich weiß, dass C nicht die beste perfekte Sprache ist. Es ist sehr einfach, Fehler zu machen, aber Python ist auch nicht die Antwort. Vielleicht wird irgendwann eine Sprache sein, die C ersetzt, vielleicht Rust oder Swift oder. Aber vielleicht passt Rust besser einfach zu der Philosophie des Projektes. Aber wenn Sie Python benutzen wollen, dann gibt es 3 unterschiedliche Bindings, 2 unterschiedliche mit Pipes, die unterschiedliche Transporte benutzen. Man kann auch Plugins in Ruby schreiben und in Python. Und warum wir nicht eine dynamische Sprache benutzen, ist, dass statisch typisierte Sprachen einen Compile-Time-Fehler erkennen können. Und es gibt sehr viele Werkzeuge, um Bugs zu finden und unterschiedlichen Plattformen zu erkennen. Es ist deutlich schneller, es ist deutlich kleiner und ist nicht so eine große Runtime-Library, die mit dem endgültigen Binary
ausgeliefert wird. Man kann es einfach überall einbinden und man kann es auch im Webbrowser ausführen und das ist okay, also bei 90% der Probleme und wenn ihr andere Aufwendungen habt, dann benutzt einfach eine Skriptsprache. Das nächste ist das grafische Benutzerinterface, ist der Hauptbefehl. Problem ist, dass was viel gemeckert wird, ist, dass es kein grafisches Benutzerinterface ist. Das Problem ist, dass Terminals ein bisschen Angst machen. Leute möchten es zu klicken und das wirkliche Problem ist, dass nicht, dass kein G ist, sondern dass es sehr viele davon gibt. Es gibt den visuellen Modus, es gibt den Tileable Visible Mode, es gibt den unterschiedliche Web-User-Interfaces und dieses Material, es gibt das alte, das jQuery und mobil und es ist desktop-freundlicher. Ich habe auch Blazor 2 benutzt, das ist Node und Blast und Interfaces mit Fenstern und es gibt auch Radar. Es wurde von der für Radar 1 geschrieben und das ist ein Terminal mit GTK 2 Interface, das sind ein paar Knöpfe und Menüs, die man benutzen kann. Anstatt Kommentare zu schreiben, kann man sie auch auf dem Menü zusammenzuklicken. Da war ein komplettes Interface in einer anderen Sprache. Es funktioniert relativ schnell und gut, aber es ist schwer, grafische Interfaces zu schreiben und keiner kümmert sich darum und auch habe ich es nie veröffentlicht. Aber es existiert, es gibt Bokken, das ist eine Python-Interface mit GTK und es funktioniert nicht sonderlich gut und es gibt keine neue Funktionalität. Jetzt gibt es auch einen Typ, der ein neues Benutzerinterface in .NET schreibt, aber die Abhängigkeiten sind auf dem Explorer-Widget und MFC und die MFC-API, also funktioniert es nicht so wirklich auf OS X und ist nicht portabel. Also vielleicht irgendwann wird es übertragbar sein. Vor ein paar Tagen hat ein Typ einen anderen hinzugefügt, der hat auf Twitter geschrieben, der schreibt eine Qt5-Interface. Wir können einen Screenshot sehen. Und wirkliche Benutzerinterfaces. Also eine andere Version. Halt jetzt seit einem Jahr an einem Interface in Qt und C++ Interface geschrieben, das sieht so aus. Und das ist das Main Hauptinterface und es unterstützt Debugging und Emulation im Moment. Und es wird früh im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Der nächste Punkt ist, dass Scripting kompliziert ist. Und wenn man sich auf das Problem fokussiert, dann muss man die Kommandos verstehen. Und man kann das natürlich leicht skripten. Ich habe versucht, eine ganze Menge Paradigmen zu unterstützen, indem man zum Beispiel die Bindings freundlicher macht für die verschiedenen Sprachen, sodass man am Ende wirklich nur Bindings für die spezifische Sprache braucht. Und der Grund ist, dass das zu viel Arbeit macht. Und dann habe ich ein Tool geschrieben, das heißt Wallabind, das transkompiliert ein Interface in verschiedene Sprachen und erzeugt da quasi den Basiscode, den man braucht, Python und so weiter für diese ganzen verschiedenen Sprachen. Aber es ist leider nicht wirklich stabil, denn es gab Speicherprobleme und das ist manchmal schwierig, die Unterschiede alle zu erfassen. Und am Ende habe ich dann die Idee gehabt, diese Pipe zu implementieren. Das ist im Wesentlichen eine Pipe, die auf diesen vier Kommandos aufsetzt. Also es gibt eine Open-Methode von der API, damit kann man so einen speziellen Transport aufmachen, mit dem man dann da reden kann. Dann gibt es das CMD-Kommando, mit dem man einen Befehl ausführen kann. Da kriegt man das Ergebnis zurück. Und dann gibt es
eine CMDJ-Variante, da kriegt man dann ein Objekt des Ergebnisses zurück und dann gibt es die Quit-Methode. Das sind die einzigen Methoden, die man braucht, um diese API zu benutzen. Jetzt machen wir da mal eine kleine Demo dafür. Also das ist ein Skript für um die Konfigurationsdatei von Mirai, der Mirai Malware, auszulesen. Das ist ein Skript, das ist in Python geschrieben, es benutzt R2-Pipe und es extrahiert im Wesentlichen die Konfigurationsdatei dieser Binärdatei. Und man kann das in Python ausführen, indem man Folgendes macht. Und jetzt hat man hier die Konfigurationsdatei. Man kann es auch innerhalb von Radar ausführen. Also es ist einfach so aufzurufen. Oder direkt in der Shell. Also wenn man hier in der Shell ist, dann kann man die Datei einfach interpretieren lassen mit diesem Punktoperator. Es gibt so viele Beispiele in verschiedenen Programmiersprachen. Das ist die Liste der unterstützten Programmiersprachen für R2Pipe. Nicht alle Transports werden von allem unterstützt und damit meine ich, dass man das über HTTP benutzen kann oder auch über TCP oder direkt über eine Unix-Pipe oder indem einfach das Binary gestartet wird und der Output, also die Ausgabe sich angeschaut wird. Und das funktioniert eben unter Linux und OS X. Und es gibt hier in dem Repository von R2Pipe gibt es viele Beispiele. Also hier zum Beispiel Node.js. Da gibt es Beispiele, die sind damit enthalten. Es gibt zum Beispiel einen IRC-Bot. Es gibt auch einen Syscall-Emulator, das implementiert im Wesentlichen einen Syscall-Händler in JavaScript. Und das kann man ausführen, dieses Hello World-Programm, das ist im Wesentlichen dieser Code. Ich muss npm erst noch den Installer ausführen. Moment. Nein. Na gut, ich kann das jetzt ändern. Es ist nur, na gut. Also das Python, gehen wir zum Python-Beispiel. Dasselbe in Python. Also es wird jetzt hier der Syscall-Händler ausgeführt und er sagt im Wesentlichen, ihr müsst da dieses L2-Pipe-Script ausführen, wenn der Syscall ausgeführt wird. Und viele Leute denken, also der Debugger ist verwirrend, also er ist wunderlich, weil es halt ein sehr sehr niedrig-leveliger Debugger ist. Und der Hauptgrund dafür ist, ich versuche Quellcode-Debugger nicht zu ersetzen, also GDB und so weiter. Das sind ziemlich gute Quelltext-Debugger, aber ich möchte, dass mein Debugger funktioniert für Programme, wo ich den Source-Code nicht habe, also den Quelltext nicht habe. Wenn man den Debugger benutzen will, dann wird also quasi das sehr niedrig ausgeführt, also nicht beim Einsprungpunkt, denn manche Dateiformate können Befehle ausführen, bevor der Einsprungpunkt kommt. Und es kann sich auch Änderungen im Speicher ergeben, die nicht auf die Datei geschrieben werden. Und dann beschweren sich Leute, ich habe die Datei im Speicher ausgetauscht und das ändert sich aber nichts. Und der Grund ist, dass ihr es nicht auf die Festplatte geschrieben habt. Und wenn man das machen will, dann muss man dieses RARAN2-Tool benutzen. Da werden auch verschiedene Verzeichnisse erstellt, die dann benutzt werden.
Also wenn man zum Beispiel ein Skript erstellen will oder so weiter, dann muss das in diesem Verzeichnis liegen. Und ihr könnt dieses Tool benutzen jedes Mal. Das ist ganz praktisch, wenn ihr da verschiedene Profile erstellen wollt. Also die grundsätzliche Funktionalität ist, also man kann sich da daran das laufende Datei anhängen oder neu starten. Es gibt viele Plugins, die man da damit benutzen kann. Also es gibt einen nativen Debugger und es gibt Leute, die also zum Beispiel für Windows ihren nativen Debugger benutzen. Man kann aber auch GDB oder WinDebug benutzen. Und das sind alles, die kann man über dieses D-Kommando aufrufen, diese verschiedenen Debugger. Und also das GDB-Backend funktioniert nicht auf allen Plattformen, vielleicht weil auch GDB ein bisschen schlecht ist in dem Fall. Und es benutzt ASCII-Checksummen und das ist eine ziemlich schlechte Entscheidung. Und die versuchen bei jeder Plattform, und jedes Mal, wenn man da bei einer anderen Plattform ist, dann muss man verschiedene Lösungen benutzen, um Register zu lesen oder zu schreiben und Breakpoints zu setzen und so weiter. Und das ist ziemlich unangenehm. Das heißt, es ist Work in Progress und funktioniert hauptsächlich für Intel. Also man kann das für Windows oder Linux benutzen. Und wir sind für MIPS und so weiter sind wir noch dran am Arbeiten. Und es gibt also R2-LLDB, das benutzt dann LLDB. Und das ist im Wesentlichen ein R2-Pipe-Script. Und da kann man dann LLDB-Sessions aus Radar starten. Man kann alle möglichen LLDB-Funktionalitäten in Radar benutzen. Und das ist ganz praktisch, weil man mit Apple-Dingen arbeitet. Denn, also Apple Watch oder Geräte, dann kann man Radar benutzen, um Binaries da drin zu debuggen. Und es gibt auch R2 Frida. Frida ist ein Programm, was Bibliotheken dynamisch in die Programme einführt. Und dann kann man seine Skripte in die Binaries einfügen und dann kann man da einfach unsere Bibliotheken benutzen, um da Code drin auszuführen. Es wird von einer Person geschrieben, die bei mir auch in der Firma arbeitet. Und das funktioniert über viele Plattformen, OS X, iOS, Linux, Android, Windows. Und das ist relativ schnell. Und wenn ihr mal über JavaScript nachdenkt und so, dann denkt ihr vielleicht, das ist langsam, aber das ist es nicht, sehr schnell. Und man kann also Debugging macht innerhalb des Prozesses. Und jetzt machen wir eine ganz schnelle Demo dazu. Jawohl. Also ich habe jetzt hier drüben Node.js ausgeführt und hier auf der anderen Seite starte ich Radar und benutze Frida, um mich an diesen Prozess anzuhängen. Und jetzt holen wir uns mal Informationen mit diesem Backslash-Kommando und jetzt sehen wir eine Liste von Kommandos für dieses Frida-Plugin. Also hier gibt es eine ganze Menge Informationen über das BDM-Datei, über die Dinge, die da exportiert werden. Oh. Also wir können jetzt lesen und schreiben den Speicher von diesem Prozess und können das analysieren und uns solche Graphs generieren, Grafiken bauen. Und das hier sollte funktionieren. Oh, aber es funktioniert nicht. Na gut, also was ich jetzt mache ist, ich benutze das DTF-Kommando, da kann man ein spezifisches Symbol sich angucken und ich benutze einen Formatierungsstring, um diese spezielle Funktion hier
zu überschreiben. Also jedes Mal, wenn jetzt hier der Node.js write benutzt, dann wird er hier irgendwie was ausgeben. Und wir können uns dann auch den Backtrace angucken, JavaScript injizieren und so weiter. Okay, let's talk about SIL. Also jetzt reden wir kurz über ESIL. Das ist eine virtuelle Maschine innerhalb von Radar 2. Das ist eine eigene Sprache und das setzt jede Instruktion in einen String um. Wir können uns das angucken hier drin. Also wenn wir groß O drücken, dann sehen wir hier Strings. Und dieser String repräsentiert, was die Anweisung tut. Also es ist quasi eine zusätzliche Sprache. Wir haben zwei verschiedene Stacks und es ist stackbasiert. Und Grund dafür ist, dass es recht einfach ist, Dinge zu lesen, also zu lesen und zu schreiben, was eine Instruktion tut. Und man kann die Instruktion einfach anpassen, ohne selbst einen Compiler zu benutzen. Und das ist praktisch für Analyse, es wird auch für Debugging benutzt. Also wenn man einen spezifischen String benutzen will, um zum Beispiel zu definieren, ich möchte gerne, dass Dinge ausgeführt werden, bis ein bestimmter Wert in einem Register steht oder ein Wert aus einem bestimmten Bereich in dem Register steht. Oder ich möchte identifizieren, was ein spezifischer, ob ein bestimmter Jump ausgeführt wird oder nicht. Dann möchte ich zum Beispiel finden, dass ein bestimmter Bereich im Speicher einen bestimmten Wert enthält, dann kann ich dafür einfach dieses Tool benutzen. Und das sind ein paar von den Kommandos, die man in dem Emulator benutzen kann. Also es ist im Wesentlichen dasselbe wie der Debugger, also nur, dass wir AE benutzen statt D. Und es gibt auch Unterstützung für Unicorn, aber das ist noch nicht so richtig vollständig. So here is a crack me. Hier gibt es eine CrackMe-Datei und die kann man lösen mit diesem Skript hier. Man kann das auch mit R2 Pipe über dieses Skript hier lösen. Das springt im Prinzip zu einem Symbol, das man emulieren will. Dann wird der Code da drin ausgeführt und dann wird das in Strings überführt und dann werden die Register ausgegeben. Also wir machen mal das hier. Und ihr bekommt das Passwort raus. Und genauso bei der Python-Version. Das heißt, was das also im Wesentlichen macht, ist diese Check-Passwort-Funktion wird aufgerufen, die ist hier drüben. Und innerhalb dieser Funktion sucht er dann nach dem String-Compare. Und dann besorgt er sich die Werte der Register. Also wenn man das hier macht, dann kann man zum Beispiel sehen, dass im Debugger können wir einfach den Eingang, Einsprungpunkt benutzen, ständig ausführen und dann können wir DRR benutzen, um quit aus, also beenden. Wir sind gerade nicht im Debugger. Also ich führe jetzt hier den Einsprungpunkt die ganze Zeit aus und jetzt benutze ich DRR und hole mir die Informationen aller Register, wo die Register hinzeigen. Und dasselbe kann man auch beim Stack benutzen, um alle Zeiger von den Strings zu bekommen und so weiter. Und viele solche Sachen sind hilfreich und werden auch benutzt. Okay, und jetzt geht es um Exploiting, also Schwachstellen ausnutzen. Und es gibt so viele Funktionalitäten, die für die Ausnutzung von Schwachstellen in Radar praktisch ist. Also man kann zum Beispiel Code im Speicher angucken. Also ich bin gerade im Debugger und jetzt kann ich einfach den Cursor irgendwo hin tun und dann drücke ich groß A und dann patche ich den Code mit einer... Zum Beispiel mit diesem hier. Und das ist praktisch in verschiedenen Umgebungen. Also es gibt einen Debugger, statische Analyse und man kann auch Offsets generieren und finden. Und man kann Heap-Analysis machen, das funktioniert nur in, also Heap-Analyse, das funktioniert nur in Linux, aber in Windows wird es bald funktionieren. Und da machen wir jetzt eine ganz kurze Demo.
mit dem RAROP. Das ist ein Frontend für Radar mit Node.js. Und da kann man sich ein ROP-Gadget bauen. Also man hat jetzt hier rechts diese ganzen ROP-Gadgets, die man benutzen kann in der Binärdatei, und die kann man hier hinzufügen und auch entfernen und verschieben. Das geht auch per Drag and Drop. Und wenn man das komplett fertig hat, dann kann man einfach auf Debug drücken und dann kriegt man ein Terminal, wo dann das ROP-Gadget debuggt werden kann. Und da startet man dann also hier in der Rückgabefunktion. Und jetzt machen wir hier schrittweise, gehen wir durch diese ROP-Gadgets durch. Und jetzt wird es Zeit, fertig zu werden. Eins möchte ich euch gerne noch zeigen. Einen der Gründe, für die ihr Radar 2 benutzen könnt, wenn ihr einen speziellen Exploit habt, den ihr erweitern wollt. Und ich benutze jetzt hier ein Exploit, um ein Neo-Plugin zu schreiben. Also das ist ein Linux. Das ist einen Monat alt. Also ihr könnt hier über diese für diese Schwachstelle mehr lesen. Und was ich jetzt einfach nur machen möchte, ist, ich möchte Dateien modifizieren, die mir nicht gehören. Also ich kann zum Beispiel ETC Services bearbeiten. Ich habe hier keine Berechtigung dafür, aber wenn ich jetzt dieses Dirty Cow Plugin benutze, dann kann ich das sehen, aber wenn ich jetzt da zum Beispiel einen String schreibe, dann sehen wir, das ändert sich nicht. Und der Grund ist, dass das eine Race Condition ist. Also ich muss das ein paar Mal machen. Also ich sage gerade hier, schreib den mal 10 Mal und dann wird das funktionieren. Also ihr könnt jetzt einfach cat benutzen und jetzt sehen wir hier die modifizierte Datei. Also man kann diese Plugins benutzen, um auch Schwachstellen auszunutzen, Fehler auszunutzen, die in dem System vorhanden sind. So, I'm afraid we run out of time for questions, but. Ja, dann gibt's leider keine Zeit mehr für Fragen. Aber Sergei sagt, es wird ein Meeting geben während des Kongresses. Wo können die dich finden? Weißt du, wo man das machen kann? Ja, okay, also ich habe nur gerade mit ihm auf Twitter gesprochen. Also danke erstmal für diese großartigen Demonstrationen. Nochmal Applaus bitte. Thank you.